es geht wirklich langsam los. Die Karwoche geht ihrem Höhepunkt zu und morgen wird der Herr sagen im Matthäusevangelium im 42. Kapitel: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Der Herr ist also in der größten Not. Und so könnten wir auch sagen, dass jetzt heute, bevor es losgeht, wir nochmal innehalten dürfen, dass wir uns bewusst machen, wo sind meine größten Nöte. Aber dann bleiben wir nur bei uns stehen. Und so sind wir eingeladen, auf diesen Ölberg zu gehen, Christus zu trösten. Es gibt eine alte Andacht, die so ähnlich heißt wie Tröstung Jesu. Dorthin zu gehen, ihn zu trösten, ihm beizustehen, mit ihm diesen Schmerz auszuhalten und so ihm diese Dinge auch, die wir in unserem Herzen tragen, zu bringen, sodass wir in diesem Ölberg mit ihm eins werden, in dieser Sehnsucht, lass doch das vorübergehen, aber dein Wille soll geschehen, dass wir ganz Ja sagen können, so wie Papst Johannes Paul, totus tuus, ganz dein, dass wir sagen, Herr, egal wie es in meinem Leben gerade aussieht, ich möchte auf dich schauen, um mit dir eins zu werden, damit dein Heilswirken auch in mir geschehen kann und wir somit gemeinsam die Welt verändern können oder, wie du es getan hast, die Welt zu erlösen. Musik.